Hallo, wir sind wieder dabei bei Rock vs. Pop. Und wir haben diesmal sogar Hammer High 10 plus 5. 10,5. Das habe ich bisher noch nie gehabt. Also, ich wusste nicht, dass es über 10 hinausgeht. Vielleicht gibt es tatsächlich noch einen coolen Rang, damit ich nicht nur flotte Sprotte, Hammer High und toller Hecht bin, sondern jetzt auch mega cool, keine Ahnung, Narwal oder sowas. Was man halt so sein kann, um cool zu sein. So, ich fülle mal unsere Basis jetzt ein bisschen auf, um den Schild zu bekommen, weil in dieser Welt habe ich das Gefühl, fehlt mir das relativ oft. Und diese Wege hier werden oft auch vernachlässigt. Also sowohl von uns als auch vom Gegner. Das ist, glaube ich, normal. Aber gerade wenn ich mich jetzt noch nicht so sicher fühle, was die Steuerung angeht zum schnellen Zielen. Und das habe ich ja, seitdem ich hier dieses Mittagstief hatte. Oh. Schlecht. Seitdem ich das habe, bin ich mir nicht so sicher, ob es sinnvoll ist, vielleicht vorne rumzugeistern. Hätte ich das vielleicht mal lieber gemacht. Oh. Ach nein, die waren das hier mit der Bombe. Okay. Ja, das dürfen sie. Sehr gut. Ich versuche mal ein bisschen mit den Bomben Ärger zu machen. Einfach nur, um ein paar Leute zu erwischen. Sehr gut. Ach, schade, ich hätte ihn gerne noch erwischt. Ich weiß, diese Waffe scheint echt cool zu sein. Die habe ich auch einmal selber benutzt und die fand ich cool wegen diesem Raketenwerfer, den man da hat. Aber die scheint auch übelst viel Schaden zu machen. Oder zumindest scheint sie genauer zu zielen. Weil das Hauptproblem, was ich im Moment habe, ist ja, dass mein Spread so unglaublich groß ist. Und ich quasi nicht so richtig weiß, ob ich das treffe. Ah, wo ich hin will. Mist. Da will man sich mal nach vorne sneaken und wird gleich gesniped. Ach, ist das hässlich. So, wir probieren es nochmal richtig. So, wir machen mal unsere Basis wieder fein. Ich glaube, ohne diesen Unbesiegbarkeitsschild komme ich hier nicht so weit. Ach, das ärgert mich so sehr. Ich wäre gerne eine größere Hilfe für mein Team. Ah, nur noch eine Minute. Ich wäre wirklich gerne eine größere Hilfe für mein Team. Da stehe ich erstmal meiner eigenen Tinte. Das mache ich total gut. Ach Mann, was mache ich da eigentlich? Ist das schon wieder der? Ja. 7-4. 7-4? 7-4. 74, gibt es irgendein Wortspiel damit? Mir fällt gerade keins ein. Naja. Ja, genau. Oh, das war gerade dumm von mir. Das hätte ich eigentlich gar nicht so machen sollen. Ich habe den Gallon ja selber einmal benutzt. Und ich habe gemerkt, dass man unglaublich gut vorankommt, wenn man dieser Spur selber gleich hinterher fährt. So, erstmal hier verstecken. Ach Mist. Dachte die sich halt auch. Blöd. Leute, ich spiele unglaublich furchtbar. Was ist denn los? Es ist so, als hätte ich meinen Topf verloren und, also meinen Topf-Skill, wollte ich sagen, als wäre ich als Kind in den Fail-Topf gefallen. Ich habe nicht mal genug Tinte, um eine Bombe zu werfen. Wow. Das ist unglaublich schlecht. Das haben wir verloren. Aber ist eigentlich Punktzahl technisch für Videos für mich jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Weil sonst würde ich nicht auf 3 weitere Videos kommen dann, um den Level abzuschaffen. Außer natürlich, ich versaue jetzt jedes Spiel, was kommt. Dann wird es erneut eng. Ach Mist, ist das blöd gelaufen. Gut, 2 Punkte. Ich will das nicht. Oh, Stufenanstieg, schön. Wenigstens sind wir jetzt ein kleines Stückchen cooler geworden. So, im Oberwelt-Level. So, wir haben wieder Rock vs. Pop. Mir ist aufgefallen, dass wir vorhin ja auch einmal Team Pop hatten, gerade eben, wo wir verloren haben. Das darf natürlich noch weniger passieren, wenn wir gegen Rock verlieren, das ist ja okay. Aber so, schlecht. Sehr gut, sie denken mit. Dann färbe ich jetzt hier wieder sehr ordnungsgemäß alles ein. Es ist gar nicht so einfach, alles zu überblicken, das gebe ich zu. Vor allem, weil es halt auch ein extrem hektisches Spiel ist. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich hoffe, es kommt irgendwann ein DLC dazu raus, dass noch mehr möglich ist. Also ich meine, es ist ja schon viel angekündigt. Neue Welten sind angekündigt, neue Spielmodi. Einer ist jetzt sogar schon da, aber den mache ich erst später. Das ist dieses Turmverteidigungszeugs Modus. Ach, das, was? Ich habe irgendwie Probleme in letzter Zeit hier hochzuschwimmen. Kann nicht sein, dass das so schwer ist. So, und hier unten ist... Niemand, wie es aussieht. Gut, die sind schon in Gefahr, das ist perfekt. Nein. Nee, und wenn ich den Schild jetzt dafür vergammelt habe, einfach nur um wegzurennen. So, sehr schön. Ich möchte mich erstmal ein bisschen nach vorne mogeln. Oh Mist.
Okay, vielleicht auch nicht nach vorne mogeln. Nein! Ich komme nicht hinterher. Das gibt's nicht. Was war denn das jetzt? Hä? Okay, ich glaube, ich bin gerade eben verleckt gewesen. Oder der, eins von beiden. Aber das war ja gerade... Nee, richtig. Oder zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie er das gemacht haben soll. Okay. Wir nehmen das aber mal hin. Die Lecks sind bei diesem Spiel leider sehr vertreten. Wobei, bei der letzten Runde hat es nicht einmal die Verbindung gekickt. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Das spricht eigentlich dann doch wieder für die Server. Wobei es halt gerade für so ein Spiel super ärgerlich ist. Wenn man hier aufgrund von dem Leck irgendwie zerplatzt. Oh Mist. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass da hinten einer normalerweise weg gewesen wäre. Ach! Vergiss es, vergiss es. Gut. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir müssen hier weg. Ah! Mist. Okay, das war wohl nichts. Der Ace hat uns zerrollert. Aber an sich sieht gar nicht schlecht für unser Team aus. Unsere Köpfe sind ja auch groß. Ich spring mal jetzt trotzdem zu dir rüber. Ach, jetzt ist genau in dem Moment die Person gestorben. Mist. Erstmal eine Runde dumm rumstehen. Geht auch. Ach, ja. Da ist mein Rockshot verschwunden. Tinsuka. Ich muss mir alles merken. Ich habe mir schon im Video, in den letzten Videos eine kleine Statistik gemacht. Und es sind primär die Fernkampfwaffen bisher gewesen, durch die ich irgendwie gestorben bin. Also die Snipe-Waffen, durch die ich gestorben bin, die eine übelst hohe Reichweite haben. Weil ich nicht damit rechne. Und der Roller. Der Roller ist echt das Schlimmste vom Schlimmen. Das geht gar nicht. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ich möchte hier weg. Okay, gut. Oh, das sieht für unser Team gar nicht mal so gut aus. Die haben die Seite da links so extrem eingekleckt. Ich glaube, die haben gewonnen. Ja. Ja, das war schon schlecht. Ja, Mist. So wird das nichts. Ich meine, ich komme schleichend voran, aber in der Gesamtwertung habe ich jetzt relativ oft gegen Team Pop verloren. Und das ist ganz schön blöd. Na komm, eins machen wir noch. Und das wird jetzt ein Sieg. Ganz 100%. Und mit 100% meinte ich natürlich nur, dass wir zu 100% gewinnen und nicht, dass wir 100% einfärben. Wie ihr sehen könnt, haben wir übrigens jetzt wieder andere Farben als Lila und Grün. Das bedeutet, wir haben wieder ein Team Rock auf unserer gegnerischen Position. Das ist echt ärgerlich. Weil wenn wir jetzt wirklich gewinnen sollten, wäre es wieder einer, der uns nichts für die Rock-Pop-Wertung bringt. Das ist ärgerlich. Und ich möchte unbedingt so eine coole Muschel haben. Mann! Und ich glaube, es gibt sogar eine Muschel für das Erreichen von einem hohen Rang. Was machen die denn hier? Das mag ich so nicht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das muss doch irgendwie möglich sein, von hier oben aus einfach mal... Ha. Ach schön, ich habe die Schilde weitergegeben. Oh, geil. Das wäre auch cool, wenn es auch Erfolge geben würde in Splatoon. Für so und so viele Schilde weitergegeben zum Beispiel. Das würde auch die Leute dazu animieren, dann Waffen zu benutzen, die man noch nie benutzt hat. Das würde mich zum Beispiel dazu animieren, dann Waffen zu benutzen, vielleicht die nicht der Junior-Kleckser sind. So, unser Team liegt allerdings derzeit... Ne, es liegt vorne. Aber ich würde darauf kein Gift nehmen, dass es auch so bleibt. Ne, ich gehe mal doch hier runter. Nein, 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 ich hasse die Dinger. Ja, ist okay. Nein, oh, ist das ärgerlich. Gerade wo ich hoch wollte. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo wichtig hoch will, hänge ich fest. An der Wand. Weil ich irgendwie in den Pixel nicht eingefärbt habe. Nervig. Okay, wir schaffen das. Ich färbe das mal rein. So, für schnelleres Schwimmen. Er kann das gerne mal lassen. Der hat gerade seinen Dienst bekommen, ne? Nein, schlecht, schlecht, schlecht. Nein! Ach komm schon, das hätte ich schaffen können. Ich bin so schlecht im Zielen, das gibt's echt nicht. Das ist so traurig. Mann, das macht mich depressiv. Also nicht wirklich, aber... Es nervt mich so ein bisschen, dass ich da so ein übelstes Defizit habe. Ja, so, wir färben das mal wieder alles zurück.
Das ist auch schade. Ich habe das Gefühl, mit diesem Roller ist man relativ oft auf einer guten Seite. Ich sollte vielleicht auch mal mit diesem Roller anfangen. Oh, da springt jemand hinter. Ich wollte gerade sagen, mache ich auch. Da lag ich einfach nur rum. Schön. Ich weiß, dass du da bist. Kann ich dich da drüber werfen? Wie geil ist das denn? Boah, das gibt's doch nicht. Dieser blöde Gegner da drin. Na gut, das haben wir jetzt unglaublich gut verkackt. Das war eine schlechte Runde. Ah, Mist, das ist traurig gewesen. Na gut, okay, dann lassen wir das jetzt mal so beruhen. Boah, Mist, da fehlen uns immer noch unglaublich viele Punkte, um aufzusteigen. Und ich wette mit euch, wir sind danach wahrscheinlich einfach nur ein Super-Rock-Fan. Ich hätte nochmal nachgucken müssen, was ich für eine Stufe hatte. Okay, wir brauchen im nächsten Part unbedingt 2 Siege. Das würde mich sonst sehr traurig machen. Okay, wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Bis gleich!